Die Kirchliche Stiftung Kunst und Kulturgut stellt ihre Arbeit im Landtag von Sachsen-Anhalt aus. Ich bin Bettina Seiderhelm, Kunstreferentin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Vorstandsvorsitzende dieser Kunst- und Kulturgutstiftung. Unsere Arbeit in rund 2300 Kirchen bisher hat ergeben, dass wir dringend für die Kirchengemeinden Unterstützung für Restaurierungsmaßnahmen benötigen. Es sind ganz viele Materialien, Kunstwerke aus allen Jahrhunderten und Kunstepochen zu restaurieren. Und die Kirchengemeinden, die zum Teil sehr klein sind, benötigen finanzielle Hilfe dazu. Wir haben deshalb 1999 die Kirchliche Stiftung Kunst und Kulturgut gründen dürfen. Und in den 21 Jahren ihres Bestehens hat es bisher schon über 400 Förderungen der Stiftung gegeben. Der Vorstand der Kunst- und Kulturgutstiftung arbeitet ehrenamtlich und nebenamtlich. Und wir freuen uns immer sehr, wenn wieder ein neues Kunstwerk restauriert werden konnte. Die Ausstellung im Landtag zeigt Kunstwerke aus allen Materialgruppen und sehr viele Bilder von Kunstwerken aus vielen Epochen. Hier hinter mir sehen Sie ein Banner, das die Restaurierung von Glasmalereien präsentiert. Wir haben hier eine große Scheibe aus der Kirche in Oebisfelde und unten drunter lauter Bilder von weiteren Glasmalereien und auch Schäden, die daran zu beheben sind, die restauratorisch zu bearbeiten sind. Das geht in den anderen Bannern so weiter. Wir haben beispielsweise Textilien, zu sehen auch ein Teppich aus dem 16. Jahrhundert nach einem Entwurf der Kranach-Werkstatt. So, dann haben wir beispielsweise unser großes Thema Taufengel, wo wir auch schon über 70 Taufengel bisher restaurieren konnten. Wir haben ein Kranach-Projekt gemacht, das auch hier repräsentiert wird mit dem großen Reformationsaltar aus der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg. Wir haben Wandmalereien, wir haben Silber- und Goldschmiedearbeiten restauriert, Arbeiten aus Stein, zum Beispiel das Epitaph von der Frau Luthers, Katharina von Bora, das sich in Torgau befindet. Also all diese Dinge sind hier im Bild gezeigt in der Ausstellung. Und wir haben auch eine Karte, die das Gebiet, für das die Kunst- und Kulturstiftung zuständig ist, auch genau zeigt. Da sind auch einige der Arbeiten, die wir schon machen konnten, die wir schon fördern konnten, auch gezeigt. Sie können uns unterstützen, indem Sie unsere Internetseite aufrufen, www.stiftungkunstgut.de. Da sind zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir fördern, und auch die Kontonummer angegeben. Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns sehr, und Sie helfen bei der Erhaltung von Kunstwerken von nationalem und zum Teil auch internationaler Bedeutung.